Es geht weiter, stets heiter. Zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, mit der Kugel der, naja, Kriegerin halt, ne? Denn wir haben ja letzte Folge, die Quest hier, das war schon wieder der wahre Heldenmut, ja gut, doch, es ist die, soweit zum Abschluss gebracht mit den kleinen Kugeln, jetzt kommt jetzt eine große Kugel, ne? Wir müssen die halt leider Gottes transportieren, das wird ein Spaß. Oh Gott, ey. Und zwar so wie es aussieht, ja, so wie es hier so schön dargestellt wird. Ich glaube, das Ding kann ich nachher löschen. Nehmen wir mal. Hier oben hin. Noki-Ruduinen. Schön, oder? Du musst lauter reden, was? Ja, ja, ist gut, ich weiß, ein bisschen laut hier. Huch. Das war ja elegant, Link. So, nachher, glaube ich, wenn wir das gemacht haben, sind wir mit den Quests im Gerudo-Tal, beim Gerudo selbst, so ziemlich durch. Ne? So viel fehlte gar nicht mehr. Wo ist hier der Ausgang? Hallo, auf Laufen! Das ist der scheiß Ausgang. Da? Oh ja, für die Ralla, für die Ralla. So. Aber hier gibt es doch auch noch so einen Verleih, oder? Für die Robben und so. Man kann doch einfach so ein Ding mieten. Entschuldigung. Schwertransport unterwegs. Ja, und dann? Wer hat die Frage? War langs in Richtung Heba-Ruin oder... was anderes. So, warte mal. Ich hoffe, der bleibt jetzt hier, wenn ich hier kurz quatsche und sage, hey, ich brauche eine Robbe. Robbe mit Schlitten, bitte. Am Osttor geht's los. Hä? Okay, jetzt bewegt sich plötzlich wieder. Was ist das für ein Quatsch? So, dann bitte hier schön festhalten. Zack, schön verwunden. Perfekt, das dürfte ein bisschen schwer sein. Egal. Link hat heiß, das verstehe ich nur allzu gut. Zum Glück ist gerade hier real-life-mäßig ein bisschen kühler. Dann kriegt er erstmal hier den Hitzeschutz. Und wir ziehen mal die neuen Schuhe an. Sandstiefel, Freunde. Langsamer, ne, ne, schon langsam genug. Das ist eine Monsterbasis da vorne, ne? Naja. Die Platz machen bringt eh nichts, weil die kommen immer wieder. Ich wusste, was das für einer ist, hä? Ja, aber. Ja, mit der Höhle war ich ja schon. Hä? Okay, seltsam. Da die kleinen Dinger kommen, nur wenn wir irgendwie noch so ein Mayu Sigma Ding noch nicht gefunden haben. Wir müssen eigentlich alle schon haben hier. Creepy. So. Nord-Gerudo-Ruin. Es ist halt die Frage, wo genau muss er jetzt da hin? Aber ich meine. Das war Heldenmut, okay, muss ein bisschen latschen. Okay, ein paar Excel-Dinger. Jo, ganz ruhig, Digi. Machen hier die Kugel, ja? Ja, es wird wärmer. Oh, dann ein paar Moblins, super. Moblins, Entschuldigung. Moblins sind auch noch die großen Dinger, ne? Warte, ich weiß,
das eh immer wieder. Boblins sind klein, Boblins sind groß und gut. Ja, guck mal. Ja, das Marschwerk geht zur Neige. Das, da erzählt man auch nichts Neues. Scheiße, Elektrotypen, ey. Hä, noch weiter? Scheiße, dachte, der wäre genau hier. Ja. Man soll sowas halt auch richtig auswählen, ne? Also. Glück ist es doch hier. Guck nochmal ganz kurz, wo genau. Gut, das sieht schon ein bisschen verdächtig aus hier. Mhm. Nein. Rein mit dir. Oh, du Heiligtum, warte mal, ist das eine zweite Höhle? Könnt ihr nochmal mein Signum-Ding drin sein? Dann gehst du mal rein. Ja, ist gut, wir haben es geschnallt. Wisst ihr, ich frage mich halt, könnt ihr einfach eine beliebige andere Kugel nehmen? Ich meine, die sieht nicht so speziell aus, man sagen müsste, ja, es kann nur die Kugel sein. Könnt ihr auf eine andere Kugel nehmen, die genauso groß ist? Na, kugelförmig. So, dann vielleicht noch etwas anderes hier zerbrechen. Wir gucken mal. Zack. Feuersteine, Salzstein, naja. So, ein Bernstein, gut, nehmen wir gerne. Okay. Oh nee. Warum gibt's euch auch noch? Wo es eh gleich down geht dann. Geht ganz schön tief runter hier, ne? Okay. Ein paar Gegner da hinten. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, da unten ging es noch weiter. Was wäre denn da noch? Irgendwie ist nicht so besonders, wa? Ein paar Leuchtfische noch. Ja, kann machen. Also dann kurz nach oben wieder. Komm schon. Jupp. So, und was oder wer war denn hier? In der Tor Nummer 1. Ah ja. Das hat ein bisschen was von The Wind Waker.
waren das dort? War es bei Schloss Hyrule mehr ein Besuch oder so? Da gab es auch irgendwie so eine Stelle. Die sah gefühlt genauso aus. Und hat auch. Gibt es dahinter? Ah, Holzpfeile, sehr schön. Aber es waren mehr Gyptos da. Definitiv. Ach ja, ach ja. Wie oft denn noch, wa? Okay, bewegen sich eh nicht mehr. Ah, ich verstehe. Moment. Ja. Ich verstehe. Moment. Wisst ihr was? Dann nehmen wir doch jetzt endlich mal diesen scheiß kurzen Zauberstab, den ich nicht mehr verwende. Leuchtsamen Sales machen wir eigentlich nicht, wenn schon die großen. Gut, das sind die großen, aber naja. Genau das meine ich doch. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Tja. Okay, der ist wieder stabil, die anderen beiden brechen dann wieder. Ja. Das gefällt mir irgendwie alles so ganz und gar nicht. Ich warte hier gerade einen Windstoß im Sinne von Super Mario 64. Seine Bowser-Level. Saal des wahren Heldemuts. Jo, schön, man sieht zwar kann man. Ein paar schöne Schätze hat sie hier. Natürlich sind auch die verrostet. Wie geht sowas? Können wir eine Abkürzung, war? Vor langer Zeit suchte ein Monster der Wüste Gerudo Stadtheim. Es war grässlich anzusehen und anzuhören. Es wühlte wie ein entfesselter Dämon. Sieben kriegende Gerudo stellen sich ihm. Sieben starke, auserwählte Wai. Jedoch, als sie dem Ungeheuer entgegentraten, wich all ihre Zuversicht. Das Volk der Gerudo wendet sich dem Ende nahe. In diesem Augenblick erschien ein Held aus fremdem Lande. Unverzagt schloss er sich den sieben Kriegerinnen an. Gemeinsam gelang es ihnen, auf wunderbare Weise das Monster zu besiegen. Dies war der achte, der letzte Held. Könnte das vielleicht nur so rein theoretisch ein früherer Link sein? Klar, wäre eine Variante. Oder aber der Held vor 10.000 Jahren, der zusammen mit der damaligen Prinzessin die Verheerung Ganon versiegelt hat, wie wir aus Breath of the Wild wissen. Seither war er bekannt als rettendes Licht der Gerudo und man dankte ihm sehr, doch er war ein Hylianer, ein Woi. Das Gesetz der Gerudo verwehrte ihn einerseits in Gerudo Stadt, was nicht unsere Hochachtung ihm gegenüber minderte. Unser Gefühl gegenüber dem letzten Helden waren flüchtig wie Tau. Und so war das Band zwischen den heiligen folgenden Gerudo durchtrennt. Jedoch verwahrten wir unsere tiefe Dankbarkeit, unsere schicksalsträchtige Gabe an jenen letzten Helden im Heiligtum. Bin mal gespannt, ey. Ja, warum die Waffen hier trotzdem irgendwie so kacke auch, also sprich, ihr wisst schon. Na gut, ein Messer auch noch. Warum die halt zerfressen sind, ganz ehrlich, sind so Dinge. Die muss man auch nicht verstehen. Gut, zwei Händer. Dass mir erstmal hier überall durchgekommen wäre und wieder zurückgesickert wäre oder so.
Oder Bogen nehmen wir natürlich gerne. Lanze eben nicht, da ist klar. So. Was hat's denn hier drin? Hier Schönes. Okay, mit Geld hat er jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Ja, und nun? Dort haben wir von deiner Erkenntnis ernsthaft? Nicht irgendwie hier noch Abkürzungen schaffen oder sowas? Da muss ich sogar. Scheiße. Muss ich vielleicht von da oben runter, wa? Okay, das wäre natürlich eine Idee, sich da runterfallen zu lassen, auf der anderen Seite genauso zu gucken. Und noch was sein könnte. Ja. Jetzt natürlich. Ah, warte mal. Doof. Wir haben einen Deckensprung! Extreme Kälte. Willst du mich verarschen? Ja, ja, die Wüste, die Wüste. Die Wüste, Wüste. So, aber hier hat es doch irgendwie... wenn man runterfallen lassen kann. Hä? Wie vibriert sie gerade? Doch nicht hier oben, sondern noch eine Etage tiefer wieder. Könnte schon sein, wa? Muss irgendwie einen Weg dahin finden. Eine Majusignum. Der wäre halt schon cool, wenn man die ganze Höhle noch abschließen könnte. Okay. Also, die Viecher sind aber da. Scheint so, wa? Zumindest Items wieder, wobei bis ich ne Gegner. Der geht doch nicht so schnell, wa? Okay, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite, gut. Ich müsste eigentlich nochmal auf die andere Seite kommen, ne? So, die Maxi-Echse. Ne, okay, ist weg. Der kommt nur einmal. Wie sieht es mit dem Pfeil aus, mit dem 5er Pack? Kommt das nochmal? Ne, ist auch weg. Schade. Schnell rüber war. Ich höre nur das Feuer. Max 6 ist schon wieder, aber wie komme ich da hin? Ist jetzt aus, würde da irgendwie, aber. Hab da geguckt, da war nichts. Direkt da oben. Hä? Sonst verarschen hier? Haben wir noch einen Teleportziegel übrig? Natürlich nicht, wa? Habe ich nie überall abgelegt. Hier oben, da wäre eigentlich vorhin das behalten können, tatsächlich.
Ja, aber das brauche ich eigentlich nicht mehr. Wäre eine Idee gewesen, das irgendwo hier zu platzieren. Dann noch eins im Himmel oben, wa? Genau dort, okay, gut. Dann nochmal hier, wo wir jetzt gerade sind. Aktuelle Position, jo. So. Also jetzt müsste irgendwas aufgehen, aber das haben wir schon geguckt. Ist sonst kein Mechanismus mehr oder sowas? Dass ich die ganze Waffe mitnehmen muss, kann man sich irgendwie auch nicht vorstellen. Wir müssen erstmal die Quest weiter vorführen. Das könnte natürlich auch sein. Wir müssen direkt hier runter sein. Aber da ist nichts. Verarschen? Kommen da unten hin? Keine Chance. Aber hier ist die Schelle, das stimmt schon. Hä? Seltsam. Der Hinweis, der muss schon so sein, ne? Das ist schon richtig, dass der da ist. Naja. Wir gucken mal. Wir müssen nochmal ein bisschen rumprobieren oder sowas. Bis er die richtige Strategie finde. Pferde registrieren. Ja, haben wir nicht zum ersten Mal gemacht, wa? Mal gucken, hat das Walross bzw. Sandrop noch was zu sagen? Ah, ist müde, ne? Na du? Quatschen ist nicht mehr so, wa? Was wollen wohl die Zahlen? Achso, die Wasserfrucht. Entschuldigung, aber ganz vergessen. Ich muss ja eine Wasserfrucht anbieten. Nach Typ Wasser, Wasser, Wasserfrucht. Minus 3754, minus 2277, 0033. Na gut, die Koordinaten, wa? Können das sogar die Koordinaten hier sein? Die wirken jetzt nicht so, als wären sie groß anders als die, die ich gerade aktuell habe. Ist dreidimensional, ne? Hat mit Länge, Breite, also XY-Koordinaten plus Z-Koordinate für die Höhe. Also Quatsch, natürlich Länge, Breite im Sinne von hier. Also hier X-Achse, Y-Achse und in dem Fall noch Z-Achse wegen der Höhe. Das ist die Höhe, Mann! Ja. Es ist die Höhe. Mo. Link. Was ist denn da Schönes? Ein Rezept. Tomaten, Salzstein und Milch. Im Grudutal, wir sind doch schon weg. Einfach zurückkehren können. Vielleicht, wenn du mir Bescheid gegeben hast. Stimmt, die sind noch in ihrem Versteck jetzt, genau. Da bleiben sie auch vorerst, bis sie dort auch mal besuchen und wir sogar platt machen. Da müssen wir mal gucken. Ein Heiligtum, ne? Ja, ein Heiligtum. Ja, die ist versunken.
Der wahre Heldenmut ist ein wahrer Heldenmut. Link. Jo, Link. Naja, es ist Zufall, dass er denselben Namen tragen, der Held. Ein Diamant. Irgendwas. So, wahre Heldenmut haben wir. Dann natürlich haben wir noch ganz viele andere Quests offen. Huch, jetzt. Da geht es auch vor allem um die Hebra-Dinger. Brunnenfan, ist auch nochmal so eine Geschichte. Jetzt hat es gesagt, für den Rest der Folge, weil um das Ding können wir dann wirklich ein anderes Mal nochmal. Wenn wir ganz kurz Koordinaten gucken. Das stimmt ungefähr, ne? Also ich glaube, dass wir mit Patricia hier das hat sich irgendwie erledigt. Das soll das gewesen sein. Haben wir eben hier noch Datenschrein. Datenschrein, das ist auch zum Schrein. hier die Schreine, um die würde ich mich am liebsten jetzt mal kümmern. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob Höhenposition mäßig. Ah komm, was gehen hier hin. Wir haben noch ein paar Schreine abklappern. Viele finden zum Glück ja nicht mehr, ne? Also, nicht mehr viele. Es sind 28, okay. Aber gerade zu dem, was wir schon alles haben, ist es jetzt nicht mehr so viel. Und ich habe leise Hoffnung, die Hoffnung steht bekannt zuletzt, dass es so Dinger sind, wo wir auch nicht... hier ist arschkalt. Dass nicht mehr solche Schreine sind, wo wir nochmal viel kämpfen müssen oder so, sondern eher so... auf die einfache Art und Weise, ne? Wie gesagt, die Hoffnung steht zuletzt. Aber da auch wieder mal ein paar Dinger hier, ne? Ein paar Kapseln. Ja, nicht die. Ja, sonst können wir auch mal aufs machen. Bin eigentlich ungefähr. Ja, fast. Oh. Ich habe ja gar keine Weisen mehr dabei. So, dahinter müsste eine sein. Ich kann das sogar schon. Nö. Du musst in einer Höhle oder so. Dann müsste dann dort drüben sein. Oder müsste eigentlich hier sein. Ernsthaft, jetzt noch ein Feuerviech da. Wann ist denn das dort? Frechheit, sowas. Den ging ich lieber aus dem Weg. Direkt hier drunter, ernsthaft? Ja, Schreinsensor wäre es mit Ausschlagen und so. Beziehungsweise, was ist denn hier eine Höhle in der Nähe? Auch interessant aus. Ja, ich war hier doch schon mal. Habe hier niemand eine Höhle gesehen? Ah, da waren die Dinger hier, die hier runtergefallen sind. Die Karawane. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Ist ewig kein Herz, zwar, aber ich erinnere mich wieder. Wo zum Henker? Wo zum Henker? Eins plötzlich. Ja, ich denke mir schon, dass es tiefer ist. Okay, aber wir waren ein Höhleneingang.
Weiter kann es eine Höhle sein. Okay, links. Nee, ist nix. Da vielleicht? Was soll es denn so wie ich? Nee. Haben wir schon die Gerudo-Brücke, die Tabanta-Brücke, genau. Ist denn da überhaupt etwas, weil... Warum soll man hier so das aufstellen da unten? Haben wir hier unten schon mal? Nee, war. Oh nee, ist nur so ein Krog. Oh nee. Oder? Ja, vielleicht. Ja, okay, hier ist eine Höhle. Guck mal, wer da hieß. Ein Räuberwolf. Ja. Okay, Tulin. Du weißt Bescheid, ne? Ein Steppenfuchs. Sehr schön, alles nur fürs Album. Also, nur keine Sorge, ne? Das Album... Wow, ganz ruhig mit euren Freunden. Ich habe jetzt nichts vor, das Album für das Let's Play zu komplettieren. Ne? Also, ich werde es natürlich schon komplettieren, wenn ich mal irgendwie Bock so drauf habe, aber ich nicht so sagen, wie wenn das Let's Play ist und ich das Album komplett habe. Um Gottes Willen. Okay, sieht auch faszinierend aus. Zweimal Bernstein kommt sofort. Dann gehen wir mal. Das ist noch ein Gebaut von Sona oder was? Ja, ich muss runter, ist mir schon klar. Das ist ja nur ein kurzer Aufschrei. Ich bin leicht verwirrt, wie geht es jetzt hier weiter? So, ja, sorry, eine noch größere soll nicht darstellen, wa? Das hat ordentlich gerumst, Freunde. Warum fünffach Bombenangriff, ne? Ah ja. Ein Leuchtstein. Das finde ich jetzt nicht ganz so nett. Moment, nehmen wir hier einen Bogen des Dämonenkönigs. Dann ordentlich Power. Hm.
Oh, war schon. Eis! Kalt! Schild der Winde. Der Lieblingsschild der Ornikrieger. Hab ich noch nie gesehen. Ich muss gerade mal zu Hause mal ablegen. Sieht noch krass aus. Dank seiner windschnittigen Form bin er den Träger nicht beim Luftkampf. Optisch hat er was, muss er zugeben. So, haben wir einen Film vor. Bogen, so. Ganz stabil hier. Denk an das Steinsalz, ich hasse dich. Ja, soll es brechen. So, danke schön. Was nehmen wir da? Felsbrocken. 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 Ernsthaft noch einer. Das ist ein Elektrofuzzi. Ja, man muss da durch, ne? Elektro ist halt am ekligsten, finde ich, weil gegen den kannst du nichts machen. Kannst nichts machen. Klar kannst du was machen, aber es ist halt nicht so, dass irgendwas gegen den effektiv wäre. Hui, jetzt übertreiben sie langsam mit dem Schild der Winde. Ein Gehundo-Schild habe ich eigentlich auch schon. Zwei Raketenschilder ist nett, ein Spiegelschild. Aber eigentlich nicht mehr, ich habe mehr ein Schild, zwar mehr Ausdauer. Kann natürlich hier kombinieren miteinander, ne, wäre eine Variante. Aber Schild plus Block plus 8, klingt auch nicht so verkehrt. Ja, komm. So, und wie übel, dann ist die Zeit dem Ende zu, beziehungsweise der Partner ist dem Ende zu. Eine Synthese ganz kurz noch mit. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. So. Und noch einmal so und einmal so ganz normal, ne? Ist doch perfekt. Oder machen wir das Ding doppelt hält besser, wa? Oh um Gottes Willen, nee. Hey. Ja, in dem Fall nehme ich eigentlich vom Schrein, ne? Ist nicht, dass das rumgehen möchte. Nun liegen hier überall noch rustige Waffen drunter, ey. Schau mal sonst einen Waffenverschleiß da. Ach, bin du auch, Gott sei Dank. In den Arsch! Da machen wir es am liebsten. Das bilde ich mir zumindest ein. Okay. Ups. Gar nichts mehr dran. Ich
So, und ganz kurz mal gucken, was sagt eigentlich die Zeit, ne? Wir sind bei 41 Minuten. Ach du Scheiße, ey. Okay, Freunde, das war's mal für heute. Danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal. Dann, einer darf dazu und dann schreien. Ich meine, kann nicht mehr so lange dauern. Ich hoffe zumindest. Wenn wir überall noch blaue Blöcke im Weg haben, das sieht auch nicht gerade so schön aus. Naja, wir werden sehen. Bis nächstes Mal und tschüssi.